Hallo zusammen. Geht's, wie steht's? Heute ist Mittwoch. Heute hat es die ganze Nacht geregnet, glaube ich. Jedenfalls ist es übelst wach draußen. Heute Morgen hat es auch noch geregnet. Und jetzt sind wir unterwegs. Wie ihr vielleicht sehen könnt, steigen wir gerade Treppen. Wir sind gerade unterwegs zum Park Güell. Und da muss man ein paar Stufen laufen. Oh, also mein Gott. Ich zeige euch mal gleich, wie es aussieht. Guck dir das mal an. Oh no, es geht da übelst hoch. Ja, deshalb sind wir auch rechtzeitig losgegangen. Ja, wir gehen ja jetzt hoch. Das ist nämlich ein Garten, der wurde von Gaudi gebaut, beziehungsweise ein ganzer Park. Und wir haben uns unsere Karten schon online reserviert. Und deshalb müssen wir halt jetzt gehen, sozusagen. Das ist unser letzter Tag heute. Während der Fahrt hierher bin ich leider hingefallen beim Treppenlaufen und bin auf meinen kleinen Finger gefallen. Und naja, der tut jetzt weh. Ich hoffe, der hat sich nichts gebrochen. Vielleicht nur eine kleine Verstauchung. Ich habe eine kleine Blüte drauf gerieben, in der Hoffnung, das würde helfen. Wenigstens war die feucht. Und Feuchtigkeit macht immer das auch ein bisschen kühl. So, ich glaube, ich muss die Kamera jetzt wegstecken. Es ist nämlich ein bisschen, wie soll ich sagen, anstrengend, ja, zu vloggen und zu reden und Berge zu steigen. Wow, Leute. Ich bin hier gerade hochgekommen, diese Straße. Und gucke hier nach rechts. Guckt mal, man kann übelst aufs Meer gucken. Wie geil. Oh, das da hinten ist das Meer und das hier ist Barcelona. Übelst geil. Yay. Seht ihr, für sowas lohnt sich doch der Aufstieg. Das sagen die Leute zumindest immer. Sagen die immer. Die Leute, ne? Die Leute, aber ich bin kein Bergsteiger, Leute. Ich bin mehr so ein Flachlandbewohner. Barcelona ist echt schön, so, ne? Mit dem Meer und den Bergen ringsherum und viel Altstadt, viel Kultur. Also ich liebe ja diese Modernisme und diese Gaudi-Sachen. Finde ich ja so cool und schön. Das ist meine Ästhetik, sag ich mal. Und deshalb finde ich das schön, dass halt nicht nur diese alte Kunst aus dem Mittelalter hier zu finden ist, sondern dass halt auch so eine moderne Kunst hier ist. Ja, das finde ich übelst schön. Außerdem mag ich Rolltreppen. Wow, Leute, hier ist ein kleiner Ausguck. Wow. Voll schön, guck mal. Mega. Da hinten ist das Meer, dieses grünlich schimmernde. Oh, schön. Krass, man sieht echt die ganze Stadt hier. Ne? Ich bin echt überrascht, wie hoch das Meer ist, also wie hoch am Horizont sozusagen. Sieht irgendwie echt komisch aus, ne? Also ich finde es komisch. Aber wahrscheinlich, weil ich das nicht gewohnt bin, das Meer von so weit oben zu sehen. Ich komme nämlich aus Mecklenburg. Von der Ostsee. So weit oben. Nee, da gibt es so weit oben nicht. Da gibt es so weit oben einfach nicht. Diese Kategorien existieren. Nee. Boah, da oben ist dieses Schloss, guck mal, auf dem Berg. So ein Riesenrad irgendwie. Wow, krass. Ist Disneyland bestimmt, ist da. Ja, Disneyland Barcelona. Und zur Pflanzen hier. Ja, übelst. Das stimmt. Ich kenne die nur so in Zimmerlautstärke, wollte ich gerade sagen. Ja. Zimmergröße. Guck mal, das ist diese Kathedrale. Irgendwas Sagrada Familia oder sowas. So eine Kathedrale, die von Gaudi entworfen wurde, die noch nicht fertiggestellt ist. Deshalb sind auch lauter Kräne ringsherum. Das da ist so ein Haus, das hat lauter Glaspaneele ringsherum. Das heißt, das schimmert in verschiedenem Sonnenlicht immer unterschiedlich. Kann ich mir auch richtig geil vorstellen, wenn die Sonne scheint. Das ist bestimmt mega schön von hier oben. Und hier ist der Eingang. Diese Türmchen da. Crazy! Wow, ich freue mich schon. Hi Leute, wir sind jetzt im Park drin und haben uns auch schon hingechillt und was gegessen und genießen jetzt die Aussicht von hier oben und einfach den Park. Es ist so wunderschön mit Pflanzen, mit Blumen. Es ist so schön frühlingshaft oder sommerlich fast sogar. Die Sonne ist richtig rausgekommen und beglückt uns mit ihrer Anwesenheit. Und ja, wir genießen den Park hier. Ich freue mich. Wir können so lange drin bleiben, wie wir wollen. Aber wenn wir einmal rausgehen, dann können wir nicht wieder reinkommen. Und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall ausnutzen jetzt hier. Da das Wetter sich so schön entwickelt hat. So wie du. Das ist auch schön entwickelt. Dankeschön. Ja, es ist schön. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Guckt, das ist so eine Säulenhalle. Und da kann man oben rauf. Was werden wir jetzt machen? Guck, da sind die Eingangs.
Türme sozusagen. Und hier oben ist so ein Platz, ja, wo man halt auch so am Rand sitzen kann. Das war ursprünglich mal als Theaterplatz auch gedacht. So, wir machen jetzt Fotos. Wir sind jetzt in dieser Säulenhalle und ja, interesting. Ich kann mir richtig vorstellen, dass hier eigentlich mal so ein paar Obst- oder Gemüsestände hätten stehen sollen. Da ist sogar ein bisschen Geschirr dabei. So ein paar Teller, Tassen und so, kann nicht schaden. Why not? I mean, why not? So Leute, wir sind jetzt noch zur Sagrada Familia gegangen, oder wie es heißt, diese krasse Kathedrale, die sich im Bau befindet, auch von Gaudi. Und hier davor ist der übelst schöne Park. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Das ist übelst schön. Die Vögel zwitschern. Das klingt schon wieder sehr nach tropischen Vögeln. Und die Bäume sind herrlich lila und schön. Ja, sehr schön. Das gefällt mir hier. Und die Kathedrale, sage ich euch, die zeige ich euch gleich. Die ist wirklich beeindruckend. Wow. Und da links, da ist halt noch ein Türmchen. Leute, das ist echt mega groß. Mega groß. Das ist echt krass. Da sind kleine Menschen, kleine Schlange. Und so groß ist das Gerät hier. OMG. Crazy. Leute, wir sind wieder unterwegs. Es ist kurz vor 9. Wir waren zwischendurch zu Hause, haben unsere Sachen gepackt und Abendbrot gegessen. Und gerade laufen wir über den Platz in Catalunya. Und guck mal, es ist wunderschön erleuchtet hier mit den Springbrunnen. Schön, ne? Ja. Und wir glauben, es regnet irgendwie schon wieder. Es ist so feucht. Aber es kann auch von dem Ding herkommen. Aber der Platz ist auch irgendwie nass. Leute, da ist der Eisladen, wo man sich diese Blumeneise machen kann. Aber wir haben jetzt keinen Bock mehr auf Eis. Ja, ich hatte gerade Pizza zu Hause und jetzt bin ich echt voll genudelt. Auf jeden Fall, ja. Wenn ich das noch esse, dann wird mir schlecht, glaube ich. Guck mal, wir sind jetzt halt gerade in der Innenstadt, laufen hier eine der Einkaufsstraßen lang und die Läden haben alle noch offen. Es ist schon nach 9. Wir sind echt ein bisschen überrascht. Aber hey, cool, why not? Und viele Leute haben hier solche Kugeln oder solche kleinen, naja, so Fliegebubbels, was auch immer. Ui. Helikopter, meinte er scheinbar. Ah. Oder vielleicht verkaufen die Typen das. Ja, ich glaube auch, aber ist ja lustig irgendwie. Hey Leute, wir sind hier gerade im Disney Store. Wir sind einfach gerade reingegangen, weil es den halt in Leipzig nicht gibt. Und den einzigen anderen Disney Store, den ich kenne, der ist in Tokio. Und da komme ich jetzt nicht so schnell hin. Jedenfalls war es ganz cool, hier mal reinzugucken. In meiner Kindheit habe ich jetzt nicht so viele Disney-Filme geguckt, einfach weil wir überhaupt kein Fernsehen hatten. Und naja, meine Eltern das nicht unbedingt promoted haben bei uns zu Hause. Bei meinen Freunden habe ich übelst gerne Disney geguckt. Und jetzt auch wieder. Zum Beispiel die Schöne und das Biest jetzt. Yay, war geil. Genau. Ich habe mich echt umgeguckt, ich habe mir alle Tassen angeguckt und alle Spielzeuge, aber ich konnte mich für nichts entscheiden, es war nichts dabei, was wo ich jetzt so dachte, boah, ja geil, das brauche ich jetzt. Das macht mein Leben schöner. Aber einige Sachen waren schon echt süß, zum Beispiel das kleine Schweinchen von der Moana. Das ist so süß. Das ist so süß. Ja, die Prinzessinnen sind natürlich schön, aber ich meine, alle Frauen sind schön, oder? Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich packe jetzt meine letzten Sachen ein und da war es das auch schon von unserem Barcelona-Trip. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt diesem Video gerne ein Like. Abonniert unbedingt meinen Kanal für weitere Videos von mir. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!